So Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Stanley Parable hier bei unserem 4-Stunden-Baby-Massaker. Da, na, was soll ich großartig sagen, es ist sehr, sehr, sehr hart hier gewesen, immer noch. Ich meine, wir haben jetzt, sind noch nicht mal bei 2 Stunden Ingame angelangt. Popping in to say hi. I hope you weren't expecting more regular intervals of commentary from me, but that's not why you're here, is it? You're here for the game, for the art, for the endlessly spiraling sense of pointlessness and despair. Yes, this is what drives your every action. Keep clicking that button for hope, for freedom, for science, for love. Don't ever, ever stop. Don't ever, ever stop. Ja, liebe Narrator, das ist wesentlich, wesentlich, wesentlich einfacher gesagt als getan. Das 4 Stunden durchzuhalten war, wie ich mehrfach erwähnt habe bis jetzt und noch erwähnen werde, eine Tortur. Aber, wie gesagt, es hat sich gelohnt. Freut euch auf das Ending. Aber das seht ihr erst morgen. Ha, so viel kann ich schon mal verraten. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir nicht trotzdem eine kleine, gemütliche Quatschrunde miteinander haben. Ihr könnt in den Kommentaren natürlich mit mir kommunizieren. Ich werde das alles nachträglich natürlich irgendwie in Kommentarform beantworten. Ist ja klar. Übrigens, während diese Folge hier um 15 Uhr rausgekommen ist, ihr seht es hier also aktuell schon, folglich muss ich schon draußen sein. Ja, ich bin ein zukunftsdenkender Mensch. Ich kann mitdenken, meistens, nicht immer. Und wenn ihr sie am Release-Tag seht, kommt auch bald eine Folge von Call of Duty Modern Warfare 3 Spezialeinheit mit dem Trickster gemeinsam. Das war auch eine illustre Runde. Also die letzte Aufnahmesession war schon sehr cool. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Farodin, an den Philipp. Hi. Danke, dass du uns deinen Account geliehen hast, nachdem der Trickster leider nicht alle DLCs hatte, die wir gebraucht hätten. Und Philipp der Einzige war, der dieses DLC noch gehabt hat. Vielen, vielen Dank fürs Account-Leihen. Natürlich mit seinem Einverständnis. Das ist ja wohl selbstverständlich klar. Und ja, so ein paar aktuelle Themen in Sachen Gaming will ich auch ein bisschen ansprechen hier. Zum Beispiel unser Left 4 Dead Let's Play. Das soll in eine neue Runde gehen. Und zwar mit neuen Custom Campaigns, also vielen neuen Karten, die auch erst frisch gemacht wurden. Da haben wir schon einige in die engere Auswahl genommen. Sowas wie Death Abroad aus dem Jahre, jetzt muss ich gerade mal schauen, 2011. Oder sowas wie I Hate Mountains aus 2011. Oder Dead Before Dawn aus 2013. Oder Urban Flight, Dead Series. Das ist mal so die grobe, engere Auswahl. Da werden wir noch ein bisschen reduzieren und expandieren, je nachdem, was wir für Karten drin haben wollen in der nächsten Runde unseres Left 4 Dead 2 Custom Campaigns Let's Plays. Aber das wird, wie auch schon der erste Teil, eine richtig, richtig coole Runde. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir da wieder anfangen, denn das hat zu Beginn letzten Jahres, das war ja übrigens, Left 4 Dead war ja auch mein persönlich erstes Projekt auf YouTube als Let's Play. Wobei das nicht ganz richtig ist. Das habe ich in meinem Jahresrückblick 2013 auch schon erwähnt. Ich habe gemeinsam mit einem Kumpel von mir im Jahre 2011 schon mal 5 Folgen von Let's Play Together Resident Evil 5 hochgeladen, die aber wieder als privat gesetzt, denn das war Qualität von vor mittlerweile 3 Jahren. Wobei, genauer gesagt, muss man sagen, 2 Jahren und einen Monat. Das war nämlich ziemlich genau einen Tag vor Weihnachten 2011. Am 23. Dezember ist da die erste Folge rausgekommen. Und
Da wollte ich mir eben selber ein Geschenk machen, weil ich ja damals schon Let's Player werden wollte oder einfach Let's Plays auf YouTube machen wollte. Aber, ja gut, zu wenig Zeit, zu wenig Erfahrung, allgemein zu wenig Wissen. Was soll ich noch sagen? Jetzt, 2 Jahre später oder, ja, jetzt mittlerweile 2 Jahre später sieht das Ganze schon anders aus. Ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich bin zwar immer noch schulisch eingespannt in der 13. Klasse, aber das ist erstaunlicherweise nicht so schlimm vom Lernaufwand her, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber gut. Das ist jetzt mal Nebensache. Ich bin ja jetzt endlich dabei, eben regelmäßig Let's Plays rauszuhauen. Seit dem 21. Januar 2013 mache ich das Ganze jetzt schon. Und an diesem 21. Januar ist auch die erste Folge von unserem Left 4 Dead 2 in Klammern 1 Let's Play Together rausgekommen. Nachdem wir damals angefangen haben, eben die Left 4 Dead 1 Karten in Left 4 Dead 2 zu Let's Playen, damit wir die ganzen Special Infected, die in Left 4 Dead 2 erst dazugekommen sind, auch in Left 4 Dead 1 haben. Und ein Hauptgrund war auch, dass wir Left 4 Dead 1 nicht haben. Leider. Da war ich noch etwas zu jung für, dass ich das live miterlebt habe. Aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Ich freue mich natürlich jetzt mit euch gemeinsam hier diese Zeit miterleben zu dürfen, wo so richtig geile Games rauskommen. Alter, dieses Kind. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie einem das in Echtzeit auf den Sack gegangen ist. Das ist unglaublich. Aber ihr kriegt es ja jetzt in, wohlgemerkt, etwas sehr, sehr, sehr leiserer Form und in 8-facher Geschwindigkeit mit. Das alleine ist eigentlich, ich kann mir vorstellen, wenn ich ein bisschen drüber rede, nicht so schlimm. Aber, naja, es ist doch nervig. Aber, gut. So, jetzt muss ich glatt mal überlegen. Also unser Left 4 Dead 2 Custom Campaigns Let's Play, das ist auf jeden Fall geplant. Genauso wie schon die Donkey Kong Country Reihe, die ich dieses Jahr auf jeden Fall machen will. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr wieder mit dabei seid in anderen Projekten. Das ist mir natürlich wichtig, dass ich für euch Unterhaltung bieten kann. Und ja, ich freue mich. Muss ich echt sagen, aber ich bin etwas verstört wegen diesem Baby im Hintergrund. Aber gut. 2014. Was kommt denn 2014 alles an Games raus? You know, I've been spending the last 2 hours here embroiled in thought, and it's occurred to me, this game is incomplete. It's missing something. It still doesn't have that oomph. What is it, I thought to myself? What could possibly be missing from this incredible experience? And then in a moment of rapture, as though delivered by angels, it came to me. Before this moment, I was blind. But those days are behind us. I now understand the true manifestation of this game. It needs a puppy. That's right, this puppy is being lowered toward an aquarium filled with nothing but piranha. Now you have to click the second button to avert the puppy's death in addition to the baby's. This is it, Stanley. Art! I did it! Video games are art! Ugh, but you've got 2 hours or so to go, so I'll just let you get to that. No time to waste when there is such a meaningful game to be played. Bonne chance, mon ami. Bonne chance, mon ami. Ja, und jetzt müssen wir eben 2 Knöpfe gleichzeitig drücken. Und das Ganze für weitere 2 geschlagene Stunden. Aktuell sind 2 Stunden rum. Und ja, wir machen das noch für weitere 2 Stunden. Ja?
Und, ja. Epilepsie-Warnung sei hiermit ausgesprochen. Also ich bitte, ihr habt es sofort gemerkt, vielleicht nicht direkt aufs Video zu starren, wenn ihr sowas nicht aushaltet. Aber da musste man umherlaufen, um die beiden Knöpfe zu erwischen. Später habe ich auch gemerkt, dass man zwischendrin stehen konnte und sich einfach umdrehen konnte. Das hat das Ganze etwas erleichtert und war dann etwas sehr einschläfernd. Ja, und zwischendrin mal aufgepasst, falls ich die Frequenz etwas erhöhe, da geht was. Was in Sachen Spiele 2014 ansteht, da fällt mir spontan auch ein, kein direktes Spiel ein, aber ich freue mich, da ich ja bekennender Call of Duty Zombies Fan bin, finde ich das, was gerade bei der Entwicklung des UTX-Mods abgeht. Ja, und das war gerade Frequenzsteigerung Level Baby and Puppy. was da gerade bei der Entwicklung abgeht, das ist so genial. Es wird demnächst hoffentlich irgendwann eine Beta für die Donators rauskommen. Sprich für die Leute, die ihnen Geld gespendet haben, für die mega geile Arbeit, die sie machen. PS, da gehöre ich auch dazu. Ich habe auch meinen Beitrag geleistet. Sowas will ich unbedingt unterstützen, weil ihr müsst nur mal auf utx-mods.com gehen und da mal schauen, was die drauf haben. Das ist genial. Alter. vom Zuschauen wird man echt bescheuert. sorry schon mal dafür. Aber, naja. Ja, Games 2014. Da fällt mir jetzt gerade spontan nicht allzu viel ein, was jetzt noch so alles erscheint. Also im Januar erschienen, das weiß ich auf jeden Fall, ist zum Beispiel Assassin's Creed Liberation HD und auch Metal Gear Rising auf PC. Ja, ja. Das sind auch ganz tolle Games und vor allem habe ich letztens auch bei einem Kumpel das erste Mal auf einer PS4 gezockt. Muss ich auch sagen, ich bin zwar kein direkter Consolero, kein direkter Konsolenspieler, aber ich war schon immer auf der PlayStation-Front. Also ich habe noch nie eine Xbox besessen und ich finde, was Microsoft mit der Xbox anstellt, ist auch nicht so toll. Und von daher werde ich auch immer ein Sony-Fan bleiben. Aber gut, das ist Geschmackssache und ich will niemanden jetzt überreden, irgendwie von der Xbox zur PS3, 4, was auch immer, whatever, zu wechseln. Aber ja, das sei natürlich jedem selbst überlassen. Alter, dieses Kind, ja? Dieses Kind. Alter. Ah, good to see both the puppy and the baby are still alive. It warms my heart to see how deeply the message of this game has resonated with you. I can only imagine the joy welling up in your chest. The sheer joy of such pure, distilled life essence flowing through your veins. It must be amazing. I'm jealous of you, truly I am. No, seriously, I'm deeply envious of your position at this very moment. Das ist aber sehr nett, dass der Erzähler froh ist, dass die beiden noch am Leben sind. Das heißt, wir machen unseren Job gut und das Ganze für, ich glaube, jetzt. Naja, was könnten das jetzt sein? Ich habe keine Ahnung, was es ingame gerade ist. Ein paar Stunden. Aber egal. Für heute war es auch schon. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag und wir sehen uns dann morgen an dieser Stelle wieder. Ciao!